erstmalige Auszeichnung als Innovator ist sehr wichtig. Und zwar sehr wichtig nach innen, weil der Kurs sozusagen bestärkt wird, weil auch die Mitarbeiter in einem Unternehmen merken, hey, wir sind richtig hier. Aber es ist auch ein wichtiges Zeichen nach außen, um klarzumachen, hier ist ein Unternehmen, das nicht stillsteht, sondern das sich weiterentwickelt. Ja, schon Albert Einstein hat gesagt, die Probleme von morgen lassen sich nicht mit der Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und wenn wir auf die großen Probleme gucken, die vor uns liegen, der Klimawandel, die Mobilitätswende und ähnliche Dinge von dieser Dimension, dann brauchen wir Leute, die alte Denkweisen hinterfragen und neue Fragen stellen. Und es braucht Mut und Risikofreude zur Innovation. Und ich finde, diese Mutmacherinnen und Mutmacher, die müssen wir viel häufiger ins Rampenlicht stellen. Als Robotikunternehmen aus dem bergischen Wupper Valley bedanken wir uns ganz herzlich für die tolle Auszeichnung für das gesamte Team. Das zeigt uns, dass wir mit unserer Robotiklösung auf dem richtigen Weg sind, zu helfen, die Herausforderungen in der Reinigungsbranche zu meistern. Die Innovationsbilanz zeigt den konsequenten Innovationsfokus in Bezug auf Führung und Strategie, Prozesse und Strukturen, Klima und Kultur und der Offenheit nach außen. Nexaro GmbH ist in vorbildlicher Weise auf Innovation ausgerichtet. Ja, und auch ich gratuliere zu dieser ganz fantastischen Leistung. Herzlichen Glückwunsch.